Die wilhelminische Politik, also die Politik Wilhelms II. Und seiner Mitarbeiter ab 1890, ging dann in die Richtung, wirklich ein Bündnis nur zu machen, ein ganz großes, stabiles Bündnis mit Österreich-Ungarn und ansonsten darauf zu vertrauen, dass die anderen sich keineswegs miteinander verbünden könnten. Aber genau das passiert. Als die Deutschen den Rückversicherungsvertrag mit Russland nicht verlängern, verbündet sich Frankreich mit dem Zarenreich. 1904 gleichen Frankreich und Großbritannien ihre kolonialen Interessen aus und schließen sich zusammen. 3 Jahre später gleichen auch Russland und Großbritannien ihre Gegensätze aus. Deutschlands Bündnissystem beschränkt sich nun auf den Zweibund mit Österreich-Ungarn und die lockere Verbindung mit Italien. Deutschland sieht sich eingekreist. Umso mehr beginnt es sich nun, in der Welt einzumischen.